ganz schön stürmisch heute Morgen hier. Donnerstagmorgen. Seid herzlich gegrüßt zu einem kleinen Video. Ja, wir sind gerade hier unterwegs am Strand von Westerland. Und es ist schon am Regnen und am Stürmen. Eieieiei. Füße habe ich auch schon nass. Ja, Wetter hat es nicht so gut mit uns gemeint. Ja, wir wollen hier eine kleine Runde mal machen. Mal gucken, wie das hier sich so anfühlt, bei Regen zu laufen. Es regnet jetzt gerade richtig viel, muss ich gerade feststellen. Ja, wir gehen jetzt hier mal ein kleines Stück am Strand entlang. Und falls die Kamera nicht gleich schon abgesoffen ist, werde ich mich bestimmt gleich nochmal melden. Ist eigentlich ganz schön hier, aber der Regen müsste jetzt nicht unbedingt sein. Aber hinten kann man auch schon fast die Sonne sehen. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Es hat dann mal gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Ja, jetzt geht's wieder. Der Wind ist auch gar nicht das Problem. Es ist nur, wenn dann auch noch schüttet dabei. Naja, wir sollen aufhören zu jammern. Hier ist immer schön. Fertig aus. Habe ich gerade schon zu hören bekommen. Ich soll nicht so viel jammern. Ja. Vielleicht hat es ja sogar recht. Gut, wie gesagt, hat gerade aufgehört. Wir machen heute mal hier, wie gesagt, eine kleine Runde. Kann man direkt mal die Kamera testen, wenn sie nass wird, wie lange sie hält, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Ist auch im Moment gerade ein bisschen windstiller geworden. Hier der Steg, wo wir jetzt gerade drauf sind, ich zeige mal gerade. Der ist auch jetzt sandfrei, hinten in dem Bereich, da war alles zugeweht. Naja, der Steg endet aber auch jetzt hier. Hier geht jetzt eine Treppe hoch, hier mal gucken, wo wir da rauskommen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr doch hört, ich bin noch im Endstadium einer Erkältung. Deswegen bin ich eigentlich diese Woche auch nicht ganz fit. Also so ein bisschen meine große Sorge. Ich bin noch die letzten Tage nicht viel gegangen. Weil ich wirklich Erkältung hatte, die immer noch nicht ganz weg ist, aber ja, wir wollten dann doch hier hinfahren. Und ich werde es dann morgen versuchen. Kann natürlich sein, wenn ich morgen wirklich nicht gut ging, dann lassen wir das Ganze. Also ich meine. Den Megamarsch. Wird morgen früh entschieden. Erkältung ist fast weg, aber naja, wenn man sich eben nicht fit fühlt, dann macht auch 100 Kilometer Marsch keinen Sinn. Hinfahren wollten wir auf jeden Fall, weil es geht eigentlich relativ gut wieder. Aber ja, mal gucken. Ja, moin, entscheiden. Jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch, gucken mal, wo wir hier rauskommen. Hast du keine Angst vor dem bösen Onkel? Hätte ich besser nicht gesagt. Oh, wir laufen immer noch hier ein bisschen am Strand rum. Und jetzt, die letzte Stunde, ist es sogar trocken. Naja, vielleicht bleibt es ja das ganze Wochenende jetzt trocken. Mal sehen. Viel hat es auch noch nicht geregnet, allerdings ebenso. Ja, so eine halbe Stunde, aber doch schon durchgehend dann. Aber ja, vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. Im Moment ist es ganz schön. Geht auch nicht viel Wind. Kann man noch ein Stückchen gehen. Wo hier den Strand. Kann man noch Kilometer weit gehen, sehe ich gerade da oben. Ja, allzu weit wollen wir nicht laufen. Soll eigentlich schon ein kleiner Spaziergang heute sein. Aber es ist frisch. Da bleibe ich dabei. Warm ist das nicht. Ich muss auf jeden Fall eine Jacke anziehen, auch morgen. Ja, spannend. Ich glaube, ich kam ein bisschen abgesondert. Ich muss mal gerade gucken, wo meine Freundin jetzt hier rumrennt. Ich muss sie noch verlieren. Im Moment sehe ich sie nicht. Eieieiei.
Gut, wir gehen aber noch ein kleines Stückchen weiter. Und vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Soll ja ein ganz kleines Filmchen werden, damit man schon mal so ein bisschen was hier sieht von der schönen Insel. Okay, bis später nochmal. Der Käse ist ja ganz schön nass, wollte ich gerade was sagen, jetzt bin ich fast hier abgesoffen. Muss man wirklich aufpassen so langsam hier. Ups. Ja, hier muss ich aufpassen. Ja, versackt im Sand. Also im Wasser. Wollte ich es eigentlich sagen. Ja, das sollte mit dem ersten kleinen Spaziergang hier gewesen sein, beziehungsweise wir haben noch 2 Kilometer bis zurück. Füßen nass. Mann, schon wieder. Mit den ersten Impressionen hier von Sylt soll das gewesen sein, wollte ich eigentlich sagen. Ja, wir gehen dann jetzt mal zurück. Muss irgendwo was zu essen finden. Wir haben wieder einen Rucksack, nichts dabei, wenn ich jetzt hier trocken ist jetzt geblieben, letzte Stunde. Ja. Und wenn alles gut geht, dann gibt es dann nächste Woche noch ein Video vom Megamarkt Sylt. Ja. Ja, mal sehen. Muss man hier kann ein bisschen aufpassen. Ich gehe wie eine Prinzessin, ist klar. Ja, das Wasser geht gerade zurück und dann ist der Sand ganz schön weich. Dann kann man hier auch mal versacken. Gut. Wir gehen dann mal zurück Richtung Städtchen. Und da gucken wir mal, ob das morgen was wird mit unserem Marsch, mit unserem Video. Abschieden mich dann für heute mal hier. Mein Name ist Martin und wieder Kommentare und Likes. Freue ich mich natürlich wie immer sehr. Das sind da kleine Möwen. Strandläufer. Weg sind sie. Ui, hier muss man jetzt ein bisschen. Ich krieg hier gleich so was von nass Füß. Hab ich nicht schon nass. Barfuß wäre gerade hier besser. Gut, dann verabschiede ich von euch. Bis demnächst. Tschüss.